Henning Schärf, der so beliebt und engagierte ehemalige Bürgermeister von Bremen, hat sich für das Alter ein ganz besonderes Lebens- und Wohnmodell ausgedacht. Er lebt in diesem Haus nahe den Bremer Waldanlagen nicht nur mit seiner Frau, sondern mit 6 anderen Menschen in einer Art Gemeinschaft. Alle behalten dabei ihre Privatsphäre, aber wenn nötig, ist man füreinander da. Wir dürfen vorbeischauen bei Henning Schärf und werden sogar von ihm höchstpersönlich, so hoffe ich jedenfalls, empfangen. Mal sehen, ob er wirklich da ist. Hallo, ja, herzlich hallo. Willkommen. Hallo Herr Schärf, freue mich wirklich sehr, Sie kennenzulernen. Schön, dass Sie da sind. Ich wollte natürlich immer mal wissen, wie groß ist dieser Mensch eigentlich wirklich? Im Fernsehen sieht man es ja nicht so. Ich habe ja keine Schuhe an und das ist ein bisschen kompliziert. Das ist wirklich ein bisschen kürzer, als ich normalerweise bin. Wenn wir jetzt so gegeneinander... Die Leute behaupten, ich sei 2,04 Meter, aber ich glaube, ich bin... 2,04 Meter? Ich bin geschrumpft. Ich vermute, ich bin irgendwas so, je nach Tagesform, um 2,1, 2,2. So. Das ist angenehm, wir können uns gut in die Augen gucken. Ja, das stimmt. Wollen wir reingehen? Ja, klar. Danke. Herzlich willkommen. Danke. Das ist hier alles der Flur, der Eingang. Der Viele Flur ging mal da raus. Und die Bücher haben keinen anderen Platz, die müssen bei uns auf dem Flur stehen. Hier geht es durch die Küche und kommen hier ins Wohnzimmer. Und hier steht der Flügel, den ich mitgeheiratet habe, weil meine Frau eben Schulmusikerin ist. Hauptfach Klavier. Und da hat sie ihn mit in die Ehe gebracht. Und ich darf gelegentlich mitspielen. Sie spielen auch? Ja, wenn ich darf und Zeit ist, dann spiele ich sogar gerne. Henning Schärf trat 2005 als Bremer Regierungschef zurück. Aus persönlichen Gründen, wie er sagte. Heute liebt er die Freiheit, die ihm das brachte. Er malt, schreibt und ist vielfältig ehrenamtlich tätig. Aber alles ohne Druck, betont er immer wieder. Der ehemalige Vollblutpolitiker ist seit 1960 verheiratet und hat 3 Kinder und 6 Enkel. Henning Schärf ist immer unkonventionell gewesen, auch als Bürgermeister. Menschlichkeit war ihm wichtiger als die Macht. Genauso bekannt wie durch die Politik wurde er durch seine Alterswohngemeinschaft. Wie funktioniert das eigentlich mit Ihrer Wohngemeinschaft? Also zunächst, wenn man kommt, erwartet man ja was ganz anderes. Aber dann ist es ja ein normales Haus zunächst mit 4 ganz abgeschlossenen Wohneinheiten. Wir verabreden uns von Mal zu Mal, von Tag zu Tag, was wir gemeinsam machen und was wir nicht gemeinsam machen. Das fängt an beim regelmäßigen Frühstück am Sonntagmorgen. Das halten wir seit gut 22 Jahren durch. Und daraus kommen dann immer mal wieder Mittagessen, gemeinsame Mittagessen zustande. Und wenn wir Gäste haben, essen wir mit den Gästen zusammen. Mhm. Überhaupt, wenn Gäste kommen, sind das in der Regel die Gäste des ganzen Hauses. Wenn unsere Kinder und unsere Enkelkinder besonders kommen, die fühlen sich hier im ganzen Haus zu Hause. Nicht nur bei uns, sondern überall. Und dann haben wir auch im Laufe der Jahre auch viele gemeinsame Initiativen entwickelt. Wir haben dieses jüdisch-christliche Lehrhaus gegründet. Bremer Lehrhaus heißt das inzwischen. Das geht im Wesentlichen von diesem Haus aus, mit vielen Freunden. Wir beteiligen uns an der Stadtgemeinde Johannes der 23. Das ist so ein ökumenisches Projekt. Wir fahren gelegentlich gemeinsam in Urlaub, mal der eine, mal der andere mit. Das sind auch schöne Erfahrungen. Unsere Kinder sind untereinander befreundet. Ist auch wunderbar, wenn wir merken, dass die Kinder nicht nur die Eltern mögen, sondern die Freunde genauso mögen. Und dass ihnen daran liegt, dass das eng bleibt, das ist für alle eine ganz große Bereicherung. Und stimmt es, dass nachts alle Türen offen sind? Es kommt darauf an. Es gibt einige bei uns, die haben sie lieber zu und einige haben sie lieber offen. Also meistens ist es so, dass über Tag alles offen ist. Und die allermeisten nachts doch gerne die Tür zumachen. Aber abschließend tut keiner. Jeder hat von jedem den Schlüssel. Und natürlich erfahren Dritte uns immer als ein miteinander verschworenes Haus. Und das nacheinander schauen, das aufeinander achten, das geht sogar bis in den Tod. Ja, wir haben schon 2 bis in den Tod hier im Haus gepflegt, über 7 Jahre insgesamt. Und das haben wir auf deren Bitte, und wir wollten es dann auch, alle gemeinsam gemacht. Und das war eine ganz große Erfahrung, dass wir das können, dass wir das schaffen, dass wir uns nicht überfordern. Also das hat uns zusammengeschweißt. Das heißt, dieses Modell funktioniert. Hilft das auch gegen, also wenn ich es mir vorstelle, gegen Angst des Alters? Ja, das muss ich bei uns nun herausstellen. Wir sind ja nun an der Schwelle. Viele sagen von mir, ich sei noch gar nicht alt mit meinen 72 Jahren. Aber gut, das muss ich jetzt bewahrheiten. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance.
dass man nicht einsam ist, dass man nicht alleine bleibt, dass man nicht ohne Aufgaben bleibt. Niemand kümmert sich, niemand fragt, niemand interessiert sich. Das ist ja die Lage von Millionen. Also ich bin neugierig auf mein weiteres Altwerden und ich wünsche mir von Herzen, dass wir das in diesen Räumen machen können. Über 30 Jahre war Henning Scherf in der aktiven Politik. Sein Rückzug, das Gefühl haben wir beim Tschüss-Sagen in seinem Garten, war kein Ende. Für ihn war es offenbar ein ganz neuer und schöner Anfang.